Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Boah, ey, das sind gerade so intensive Spiele und ich habe nicht das Gefühl, dass das aufhören wird, weil logischerweise werden die Gegner einfach so gut bleiben oder noch besser werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich hier mal jetzt irgendwie einen schwachen Gegner bekomme. Dafür habe ich einfach zu viele Spiele in Folge jetzt gewonnen. Und ich hoffe, dass die Spiele nicht mehr ganz so krass intensiv werden, weil es echt schwer ist. Warum steigt der Gegner jetzt aus? Was ist denn da los? Oh, es ist halt auch echt anstrengend so, aber es läuft gerade gut, deswegen mache ich jetzt auch diese Aufnahme hier am Sonntag bzw. Montag Nacht. Und dann nach der Aufnahme, ja, werde ich wahrscheinlich die restlichen Spiele am Montag machen. 6 Stück. Ich wusste es! Ach du Scheiße, Mann! Stärkstes Team seit extrem langer Zeit. Suarez, Neymar, Bale. Okay, aber jetzt überhaupt keinen Druck machen. Klar will ich gewinnen und gut spielen, aber wenn ich gegen ihn verliere, dann ist es halt so. Also den sein Team ist. Ich habe selber auch ein sehr gutes Team, ein sehr starkes Team, aber sein Team ist halt echt nochmal eine ganze Hausnummer krasser. Vor allem diese ganzen Squad-Building-Challenge-Spieler, die er gehabt hat. Schöner Pass auf Mané. Wenn jetzt noch De Bruyne anfängt, Kopfballtore zu schießen, dann geht es aber richtig los. Ich hatte zum Beispiel normalen Kanté, normalen Touré im Mittelfeld, das ist halt schon eher schwach als. Also in Anführungsstrichen schwach als irgendwie krass. Schade. Oh, sogar noch ein Foul von uns angeblich. Schönes Lagertor, schön beschissenes Lagertor, weil mein Verteidiger, der frei rumläuft, nicht an den Ball geht. Da könnte ich ja direkt wieder durchdrehen. Habt ihr das gesehen, wie der Spieler, ich steuere den Spieler, der den Gegner abdrängt, zu Arrest, dann ist der Ball komplett frei und nur weil ich den anderen Spieler nicht steuere, geht er nicht an den Ball ran. Meine Fresse, ist so ein geschenktes Scheißtor schon wieder. Aber jetzt ruhig bleiben, komm. Comeback-Time. Comeback-Time, komm schon. Geschenktes Tor, ich bekomme jetzt auch ein geschenktes Tor. Punkt. Ich kann es nicht wegdrücken, macht natürlich jetzt schon den Einwurf, weil ich die ganze Zeit auf Wegdrücken drücke. Aber egal, jetzt nicht rumjammern. Sehr gut gemacht von Schmeichel. So ein geschenktes Tor, ey. Ist unglaublich. Nur weil meine Spieler zu blöd sind, zu faul sind, zum Ball zu gehen. Ich weiß, das ist einfach ein Programmierfehler, aber trotzdem ist es halt bitter. Da ist noch alles drin. Aufhören, sinnlos rumzugrätschen, verdammt. Ich bin ein bisschen angepisst, man merkt's. Wieder bekommt er den zweiten Ball. Der Abschlag soll halt schon, also soll halt ein Abschlag werden, ein Abwurf werden und kein Abrollen. Da steht nur 1-0. Wir haben noch Chancen hier das Spiel zu drehen. Auch nur 2 Tore. Und wieder ein beschissener Abpraller. Spiel doch mal ein Tor raus, Idiot! So
so ein scheiß Dreckensacker. Guck, Junge! Ist unglaublich, ey. Das ist auch noch so arrogant, ey. Krass. So eine Scheiße. Ich wusste es, dass es ein Kackspiel wird. Ich hab's gesehen und ich wusste es. Ich bin jetzt ruhig, sonst habe ich überhaupt keine Chance mehr. So eine Scheiße. Ja, mich hat das viel zu sehr emotional mitgenommen. Dieses erste Gegentor, muss ich leider zugeben. Ich habe nicht mehr gut weitergespielt. Und dadurch habe ich dann das zweite Tor und viel zu viele Torschancen zugelassen. Ich versuche mal eine andere Formation und hoffe, dass ich mich wieder im Griff habe. Vielleicht habe ich noch eine Minimalchance. Klar, der Gegner spielt gut, hat ein gutes Team, aber mich hätte dieses Lackertor einfach nicht so sehr emotional mitnehmen dürfen. Das war das Problem. Da muss ich auf jeden Fall sagen, wieder mal nicht gut gespielt. Ich habe in den letzten Spielen, habe ich es gut gemacht, aber in dem Spiel jetzt überhaupt nicht. Schade.
Oh, halt dein Maul, ey. Das gibt's doch nicht. So schlecht getackelt. Natürlich. Das ist so geil, oder? Das dritte Lagertor. Was für ein Spaß, ey. Lernen spielen, Junge. Klar kann er spielen, aber die Tore, alle drei Lagertore. So ein Foul. Ich werde nach der Aufnahme aufhören, nach dem Spiel, weil mich gerade das so sehr ankotzt, dieses Spiel, dass ich dann auch in dem nächsten Spiel einfach nicht mehr 100% geben kann. Ja, ist natürlich kein Foul, ist kein Elfmeter, klar. Ich war als letztes dran, aber es ist kein Elfmeter. Wie gesagt, ich muss mir auf jeden Fall den... Ich habe direkt auf Passen gedrückt, das gibt's gar nicht. Ich muss mir auf jeden Fall den Vorwurf machen, dass ich zu emotional reagiert habe nach dem 1-0. Definitiv, das war dumm, das war schlecht. Aber trotzdem ist es halt einfach so lustig, wie wirklich drei Lackertore am Stück kommen. Also drei Stück, ich verstehe es nicht. Und dann halt auch noch gegen so einen arroganten Dreckspieler. Ja, genau. Ich bin es immer, der dran gewesen ist, klar. Wie gesagt, ich höre auf nach dem Spiel, es bringt einfach gar nichts. Gelb-Rot.
Oh. Ey, da bleibe ich in der Mitte stehen und der schießt trotzdem oder was rein. Unglaublich. Ich höre auf jeden Fall auf nach dem Spiel. Und mach erst am Montag weiter, weil das bringt gar nichts. So ein Drecksspiel. Wie gesagt, ja, ich bin zu emotional geworden. Aber es hat mich einfach so aufgeregt, wie beschissen das lief. Scheiß Lacker, ey. Und es waren halt drei Lagertore, das vierte ist jetzt egal, aber. Brauch einfach nur hinfallen, dann gibt's einen Elfmeter. Dreckspiel, ey. Oh, wie gesagt, ich ärgere mich natürlich trotzdem sehr über meine eigene Dummheit, dass ich halt nach dem 1-0 nicht ruhig geblieben bin. Oh, es klappt aber halt nicht immer. Ich hatte echt gute Spiele jetzt. Die ganzen letzten Spiele waren echt super gut. Deswegen, das ist so ein kleines Trostpflaster quasi, dass die letzten halt wirklich sehr gut waren von mir. Aber trotzdem, das Spiel habe ich halt zur Hälfte. Ob ich es gewonnen hätte, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es gewonnen hätte, selbst wenn ich nicht emotional geworden wäre. Ich glaube, ich hätte es trotzdem verloren. Aber ich habe dadurch halt eigentlich mir jede Chance genommen, es auch noch irgendwie zu gewinnen, wenn nur durch Glück. Ich hätte halt nach dem 1-0 nicht so emotional werden sollen, aber dieses, wir könnten es nochmal angucken. Es ist so beschissen, so dumm gewesen, so ein sinnloses 1-0 gewesen. Das hat mich halt deswegen so sehr aufgeregt. So, hier, guckt es euch an. Nee, komm. So, ich steuere den Spieler in vom Reed. Und ich mache das Einzige, was ich gegen Suarez in dem Moment machen kann. Ihn nämlich stören, also ihn abdrängen. Hier. Und was passiert? Dadurch, dass ich ihn abdränge, es war noch nicht mal ein Foul, der Ball liegt frei. Und er, das ist glaube ich der Außenverteidiger, hätte jetzt einfach nur straight durchrennen müssen und wäre natürlich als erster am Ball gewesen. Aber ich steuere ihn noch nicht. Ich steuere halt Reed. Also jetzt nicht mehr, jetzt steuere ich halt dann schon, ich glaube, es ist Azpilicueta, oder? Ja, also, in dem Moment, wo, hier, jetzt hat er einfach nur geradeaus, also in seiner Laufrichtung weiterrennen müssen, hat er halt logischerweise zuerst den Ball gehabt. Hier steuere ich halt noch Reed und tackle halt Suarez. Und jetzt geht er halt weg und jetzt in dem Moment bin ich erst Azpilicueta und da ist schon klar, dass ich jetzt nicht mehr den Ball bekommen kann. Er schafft es dann nicht, das Tor zu schießen, er wehrt ihn ab und dann bekommt er noch den Abpraller logischerweise. Hier, ja, sinnlos, aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist halt einfach, dass er hier nicht straight durchrennt, weil er hätte logischerweise zuerst den Ball gehabt, weil Suarez gestoppt wird. So ein scheiß Kacktor. Und die anderen, die nächsten beiden waren auch gelackt, aber das ist halt der Moment, wo ich durchdrehe. Was ist der Moment, wo ich durchdrehe? Krass, ey. Und ich bin immer noch aufgebracht, mich kotzt es immer noch an, diese Niederlage. So eine sinnlose Scheiß-Drecks-Fick-Niederlage gegen so einen arroganten, dummen Vollidioten. Zum Kotzen, ey. Zum Kotzen. Richtig geschenkter, dreckiger Laxi von ihm. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, trotzdem zu verlieren, auch ohne, dass ich nicht emotionalisiert reagiere. Aber das, ey, da bin ich so stabil, da bin ich so gut die letzten Spiele, reiß mich so komplett den Arsch auf, spiel
in wirklich schwierigen Partien richtig, richtig gute Spiele. Und dann gibt's halt ein so ein richtig dreckiges Scheißtor, wo meine Verteidigung wieder nicht funktioniert und nicht zum Ball geht. Und die macht alles kaputt. Dieses eine verfluchte Dreckstor. Fuck you, ey. Und dann habe ich meine Emotionen wieder nicht in unter Kontrolle. Das ist so dumm gewesen von mir. Boah, wie ich mich gerade selber hasse. Aber deswegen mache ich jetzt mache ich zumindest das einzig Richtige, was ich in der Emotion jetzt tun kann, nämlich nicht weiterspielen. Oh. Ich hoffe nur, dass ich morgen dann wieder befreit aufspielen kann. Mehr kann ich hoffen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.